Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der stellvertretende Ministerpräsident hat ja vorhin erklärt, und das müssen wir ja sportlich so zur Kenntnis nehmen, dass wir vielleicht nicht alles verstanden haben. Nur das Problem ist ja, die kommunalen Spitzenverbände sagen exakt 1:1 das, was wir in dem Antrag aufgeschrieben haben. Vielleicht nutzen Sie mal die Kontakte, um denen das zu erklären. Die verstehen nämlich auch nichts von dem, was Sie da hier predigen in diesem Landtag. Erstens, Sie haben mit hohlen Versprechungen offensichtlich Stimmen bei dieser Landtagswahl geholt. Sie haben versprochen, die Integrationspauschale 1:1 weiterzuleiten. Sie haben erst auf Druck der Opposition 100 Millionen von 434 Millionen weitergeleitet. Das ist die Wahrheit hier in diesem Landtag. Zweitens, Herr Minister, stellvertretender Ministerpräsident, wenn Sie doch einen so tollen Stufenplan hier auflegen, also mit Abschiebungen und so weiter, dann haben Sie doch gar kein Finanzrisiko, wenn das alles so super klappt. Dann können Sie doch den Kommunen heute sagen, wir geben Ihnen das, was zur Entlastung nötig ist, und wir machen unsere Hausaufgaben auf der anderen Stelle. Sie haben doch gar kein Vertrauen in Ihre eigene Arbeit, sonst müssten Sie doch sich nicht wehren, dass dieser Antrag hier durchkommt. Und das muss ich an der Stelle mal richtig klar rücken. Sie haben 1,7 Milliarden Euro Minderausgaben bei der Unterbringung von Geflüchteten und 3 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn man dann noch sagt, 100 Millionen an die Kommunen sind eine Meisterleistung, der macht sich doch lächerlich. Da brauche ich auch gar nichts mehr dazu zu sagen. Und noch eine Nebelkerze, die Sie hier werfen, die ich fast schon unverschämt finde. Sie erzählen immer, Sie würden die Kommunen Monheim und andere vom Kommunalsoli entlasten. Nicht einen Cent tut der Finanzminister Lienkämper in den Landeshaushalt, um diese Entlastung möglich zu machen, sondern Hagen, Essen und andere arme Städte haben das bereits eingezahlt, und die entlasten jetzt Monheim. Das ist doch auf den Kopf stellen von guter Politik, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und eins, Herr Kollege Hoppe-Biermeier, möchte ich Ihnen auch noch mal ein Stammbuch schreiben. Sie haben hier allen Ernstes, neben ganz vielen anderen aus meiner Sicht unvernünftigen Dingen ausgeführt, dass die Kommunen letztlich doch selber schuld an ihrer Misere seien, weil sie nicht genug abschieben. Ich kann Ihnen nur sagen, ich finde das fast schon infam. Die Kommunen machen ihre Arbeit, und sie entscheiden aufgrund von Gesetzen und richterlichen Geschichten. Und wenn Sie den Eindruck haben, dass das nicht so ist, dann haben Sie sowohl das Innenministerium als auch die Kommunalaufsicht und andere Instrumente, um dort einzugreifen. Dann machen Sie da Ihre Hausaufgaben. Aber mit diesen Nebelkerzenwerfereien, wie Sie es heute gemacht haben, machen Sie nur eines deutlich. Sie wollen die Kommunen nicht entlasten. Deswegen ist der Antrag so wichtig, dass er durchkommt. Und ich bitte um Zustimmung dafür.